Herzlich willkommen zum Corona-Call Nummer 10. Heute mit meiner Kollegin Katrin Neumann. Katrin, grüß dich. Hallo. Hi Katrin. Wir reden heute über Kinder. Und zwar über die Tatsache, dass viele Kinder jetzt einfach zu Hause sind, sich langweilen. Schulfrei zu haben ist ja eigentlich toll. Schulfrei und Corona-Krise fühlt sich für viele Kinder nicht so schön an und für die Eltern übrigens auch nicht immer. Aber das ist ein ganz eigenes Thema. Was macht die freie Presse? Was machst du, um den Alltag ein klitzekleines bisschen für die Kinder zu erleichtern oder zu entspannen? Erzähl mal. Ja, also wir haben uns jetzt ein neues Format haben wir gestartet. Das ist eine Nachrichtenseite für Kinder. Läuft seit ungefähr einer Woche und unsere Idee war sozusagen, den Kindern, die ja jetzt auch mit zu Hause sind, so ein Stück weit ein bisschen den Weg mitzugeben, was jetzt auch gerade um sie herum passiert, weil es für die Kinder ändert sich ja auch total viel. Also die sehen ihre Freunde nicht mehr, die können nicht mehr in den Kindergarten, sie können Oma nicht mehr besuchen unter Umständen. Und da haben wir uns einfach gedacht, das ist jetzt auch eine Zeit, in der sich in der Hinsicht vielleicht auch für die Kinder Fragen stellen und natürlich auch, in der sie jetzt Zeit haben und sich dann vielleicht auch mal die Zeitung nehmen und sagen, okay, das ist meine Seite, die brauchen sie auch nicht. Also da muss ihnen auch jetzt keiner irgendwie was ausschneiden, sondern das ist sozusagen die Idee einfach zu sagen, die Kinder können jetzt wirklich mal sich die Seite nehmen und dort selber lesen. Die erscheint täglich, die Kinderseite, und morgen am Samstag im Wochenendmagazin, da ist auch eine Kinderseite drin. Also ja, 6 Tage die Woche haben wir quasi Lesestoff für Kinder. Katrin, verrat mir doch mal, wie man eigentlich eine gute Kinderseite macht. Woher weißt du denn, was Kindern gefällt oder was sie interessiert? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich weiß es per se erstmal nicht. Ich meine, man ist Journalist und versucht dann irgendwie auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, was Menschen überhaupt interessiert. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Kinderseite, also wir machen da jetzt keine Bastelanleitungen oder Malvorlagen auf die Seite, sondern es geht ja wirklich darum, dass wir Nachrichten für Kinder machen. Wir wollen Kindern ein Stück weit die Situation jetzt im Moment erklären. Das heißt, es ist auch viel Corona mit drauf. Wir hatten heute zum Beispiel eine Geschichte, warum wir jetzt eigentlich Abstand halten, warum es diese Aufkleber in den Supermärkten gibt, warum es diese Plexiglasscheiben gibt für die Kassierer. Also es geht nicht darum, jetzt hier irgendwie so eine Bespaßungsding zu produzieren, sondern wirklich den Kindern ein Stück weit auch, so wie wir das ja mit unserer Zeitung sonst auch machen, eben nur für Erwachsene, ein Stück weit die Welt einzuordnen, Fakten zu erklären. Natürlich ist so eine Kinderseite auch, da ist auch irgendwie mal was Witziges drauf oder da ist was Interessantes über ein Forschungsschiff, was gerade in der Antarktis tief unten im Eis Regenwald Spuren entdeckt hat. Das haben wir zum Beispiel heute Habe ich gelesen. Fand ich super spannend, auch deine Überschrift. Die hat mir fällt es jetzt nicht mehr ein, aber ich bin sofort hängen geblieben und habe das gelesen. Urwald im Eis oder irgendwie sowas. Also war ja, auf jeden Fall, genau. hat auch mich interessiert sofort. Also Kinder interessiert ja eigentlich ja alles. Also man muss ja nicht irgendwie dafür jetzt Kinder haben, um zu wissen, dass Kinder einfach per se neugierig sind und ihre Welt ja genauso wahrnehmen und vielleicht auch jetzt am Abendbrottisch die Eltern hören, wie sie sich über irgendwas unterhalten, was vielleicht abseits von Corona jetzt auch Thema ist. Und dann möchten wir denen das natürlich auch irgendwie erklären. Also das ist so ein bisschen das Ziel. Okay, also sozusagen ernster Stoff, kindgerecht erklärt, aber auch manchmal ein bisschen Humor, ein bisschen Witz. Meine Kinder lieben Witze. Kennst du einen guten, den ich ihnen nachher erzählen kann nach unserem Corona-Call? Weil die natürlich auch zu Hause sind. Und also ich bin eigentlich nicht so die Witzeerzählerin, aber mein Sohn ist auch so ein Fan. Also der kommt auch immer an und erzählt immer die Abwandlungen vom Onkel Fritz, wobei wir da noch so ein bisschen üben müssen. Ich hab einen ganz, ganz witzigen. Treffen sich zwei Fische im Meer, sagt der eine Hai, sagt der andere Wo. Also den fand ich. Ich fand den witzig. Okay. Das ist genau so, genau, das ist genau die Art von Witz, die auch meine Kinder lieben und pflegen. Gebe ich gleich weiter und hoffe auf Lacher. Katrin, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast im Homeoffice.
Ich wünsche dir, dass du gut durch die Corona-Zeit kommst. Bleib gesund. Danke. Alles Gute dir. Wir hören und sehen uns hoffentlich bald. Mach's Auf jeden gut. Fall. Dankeschön. Ja, bis bald. Ciao. Ciao.